Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Harvest Moon Deine Tierparade Let's Plays. Ich bin Ritalin und ihr schaut Fiebler Games for You. So, was machen wir denn heute? Feldarbeit, falls noch nicht getan. Da müssen wir nochmal genau gucken. Und ansonsten müssen wir ab in die Kirche. Ich denke, sobald 8 Uhr ist, können wir da auf jeden Fall mal aufschlagen. Sieht hier inventarmäßig aus. Mal gucken wir so. Da sieht es aufgeräumt aus. Es ist kaputt bewölkt. Tiere dürfen wir nicht rauslassen. Die Replay Farm. So, bewölkt, genau. Tiere nicht raus, sonst werden die wieder krank und kosten Geld. Das ist in Ordnung. Es ist alles soweit gegossen. Von daher denke ich, ist das schon mal eine gute Sache. Dann rennen wir mal Richtung Kirche. Ist halt die Frage insgesamt. Wird die Tante da sein oder nicht? Ist sie nur zu bestimmten Uhrzeiten da? Das werden wir alles noch rausfinden jetzt. Zwangsläufig sogar. Ah, falsch abgebogen. So. Ja, ja, so ist das. Die Farmarbeit, hart und ungerecht. Ständig musste zu irgendwelchen Leuten hinrennen und so um irgendwas bitten, weil man immer auf die anderen angewiesen ist. Alleine geht hier gar nichts. So. Oh Mann, das ist so knackheiß. Jetzt heute Morgen ist um 11 schon, ey. Schrecklich. Schrecklich. Gibt nichts Schlimmeres als das. Weiter geht's. Okay, das passt. Ah, da ist er doch. Das ist er doch, oder? Die Mira. Okay, perfekt. Hallo? Die sieht aber nicht aus wie eine Schmuckhändlerin oder Juwelierin. Du betreibst die Farm, oder? Schön, etwas Neues zu beginnen. Das will ich auch. Mach einen Schmuckladen auf, Mann. Genau, das sagen wir jetzt. Wieder nickt sie. Oh, wusstest du, dass mein Mann Schmuck hergestellt hat? Nö. Ja, also schon, aber er nicht. Ich habe ein bisschen von ihm gelernt. Ja, das reicht doch. Übung macht den Meister. Wenn die Anfänge gemacht sind, geht's doch nur weiter. Auf zum Schmuckladen. Wir sind hier ergebnisorientiert heute. Aber dieser Laden, ich bin mir sicher, Julius ist ein guter Besitzer. Denke ich nicht. Ich will nicht hingehen, weil ich sonst wieder an meinen Mann denken muss. Sie haben geschlossen, Mann. Das kann ja wohl nicht im Sinne deines Mannes gewesen sein. Oh nein, was sagst du da? Der Laden, den er hinterließ, läuft nicht gut? Ich glaube, wir hätten auswählen können, was wir wollen. Ich gehe sofort hin. Vielen Dank. Entschuldige mich. Wird auch Zeit, Mann. Wird auch Zeit. Hahaha, wir haben dich ausgetrickst. So, perfekt. Das ist noch besser gelaufen, als ich erwartet habe. Heißt für uns, wir gehen jetzt wieder zurück zur Farm, greifen unsere Krabbelkiste, nehmen uns die Erze raus und machen uns eine bessere Gießkanne. Ich hätte es beinahe Tropfkiste genannt. Fragt mich nicht, warum. Aber es ist eine Gießkanne. Na komm. Harmonika, die olle Stadt. Weiter geht's, wir laufen weiter, immer Schritt für Schritt Richtung Farm. Irgendwann brauchen wir neue Schuhe, weil sich das Profil abgelaufen hat, hundertprozentig. Und im Winter klatschen wir dann die ganze Zeit auf die Gusch, weil es so rutschig wird.
und unsere Schuhe kein Profil mehr haben. Und wir in Wirklichkeit nämlich gar keine Schuhe kaufen können wahrscheinlich. So. Farm ist zum Greifen nah. Ich denke, wir arbeiten uns auch langsam auf jeden Fall Richtung Rucksack hin. Da fehlen uns ja nur noch zwei grüne Blätter und ein Stück Wolle können wir im Notfall auch kaufen gehen. Was heißt im Notfall? Wir werden das auf jeden Fall kaufen gehen. Wir haben ja keine Schafe. So, ich frage mich, ob man irgendwie einen Webstuhl oder so kaufen kann, damit man eine Wolle gegebenenfalls auch irgendwie weiterverarbeiten kann. So, hier, Eisen, das sieht doch lecker aus. Oder nehmen wir gleich alles mit. Ich habe zwar die Befürchtung, dass es Geld kostet, das Verhütten. Aber das werden wir erst sehen, wenn wir es ausprobiert haben. So. Und nicht so, dass wir jetzt wenig Geld hätten oder so. Also von daher, das ist alles noch im Bereich des Möglichen. Na komm. Hier schön aufpassen. Hier gibt es ja auch ab und zu mal was Grünes, aber diesmal anscheinend nicht, soweit ich das beurteilen kann. Zwei Pilze, die können wir mitnehmen. Okay, das passt. Na komm, weiter geht's hier, Kollege. Nur am Rennen, unser Kleiner hier. Der olle Rektalin, er fällt noch vom Fleisch. Also das, was wir essen, ist Pilze und Kopfsalat. Ich sehe noch düster für den kleinen Kollegen. Mal ein ordentliches Steak oder so wäre schon angebracht. Oder von mir aus auch mal ein Rührei. Rührei mit Bacon. Ach, wie schön das wäre. So, mal gucken. Hier vorne kann es auch grüne Blätter geben. Gibt es aber keinen, ne? Das ist natürlich blöd. So, wie dem auch sei, blöd hin oder her, ab in den Schmuckladen, wo wir eigentlich hin wollten jetzt. Der müsste ja jetzt wieder offen sein. Die Trauer ist zu Ende, wenn das Geschäft nicht mehr so gut läuft. Dann ist auch für die Trauer keine Zeit. Denn die ist bekanntlich Geld. Julius, polier bitte auch die in diesem Kasten. Jaha, du bist aber herrisch. Da geht noch was, ey. Oh, Rektalin, hör mal, wir öffnen einen Laden. Oh, toll. Die Frau meines Lehrmeisters wird ihn betreiben und ich werde ihr zur Hand gehen. Cool, ne? Ach ja, danke, dass du letztens mit mir geredet hast. Ich habe mich entschlossen, den Laden meines Mannes zu übernehmen. Es ist nicht gut, wenn ich nur in Erinnerungen schwelge. Ja, genau. Ich dachte, es ist hart für Mira herzukommen. Kannst du, was hast du da gemacht? Alter, gehst du da weg? Hau's ab! Katze! Ich hätte sie diesbezüglich früher... Was? Achso, ich hätte sie diesbezüglich früher fragen sollen. Ich habe Julius wohl auch Sorgen bereitet. Tut mir leid. Ab jetzt werden wir nach und nach mehr Schmuck herstellen. Das hört sich doch schon mal gut an. Bitte komm vorbei, wenn du Zeit hast. Katze hat Spiele runtergeschmissen. Das ärgert mich wie die Pest, ey. So. Dann mal auf zum Geschäft hier. Steine begutachten, das machst du jetzt. Nee, Steine habe ich doch gar keine. Oder? Kannst du das hier begutachten? Das kostet 35 G, okay. Nur wenn das Ergebnis stimmt. Ein Kupfererz macht einmal Kupfer. Also Tatsache, das musst du echt bezahlen, dass die da was macht. Ja, guck dir sie an, Mann. Du. Kohletreiberin, du. Kraftzahn. 140 G, ja, ist auch in Ordnung. Nehme ich halt aus. Dafür, dass ich dich gerettet habe vorm Ruin. Wie Alteisen und. Willst du mich veralbern?
Da kommt jetzt nur zwei Eisen bei rum, oder was? Oh, Mann. Ich hab gedacht, das wäre eine Ratio von 1 zu 1. Da tut's es halt auch verschandeln, ey. Ja, ja, hier hast du es. Sollen wir Golderz machen? Ja, ich verstehe. Alteisen. Und was ist mit dem Gold passiert? Das hast du wohl für dich behalten, oder was? Danke fürs Warten, komm bald wieder. Alles klar, hier, du bist auch. Hat ihr unser Gold versaut, ey? Wie kann man denn Gold versauen? Kann mir das mal einer erklären? Das ist ja wohl eine Frechheit ohne Gleichen hier. Alteisen, wenn ich das schon höre. Jetzt weiß ich, was denen ihr Geschäftsmodell ist. Und so jemandem hilft man, ey. Olle Nepperbande. Oh, da ist er ja. Willkommen. Endlich brennt unser Feuer wieder so gut wie zuvor. Wir können wieder Silber und Kupfer bearbeiten und daraus gute Werkzeuge zu schmieden. Um daraus gute Werkzeuge zu schmieden. Das haben wir nur dir zu verdanken. Ja, was ist denn mit Eisen? Hast du davon schon mal was gehört? Ja, ich hätte hier gerne Kupfergießkanne. Drei Kupfer! Oh, okay, okay, nicht ausflippen. Die stecken miteinander unter einer Decke, deswegen wohnen die auch in direkter Nachbarschaft. Diese Schweine. Ja toll, Mr. Schlange, da können auch sie nicht helfen. Scheiß auf den Pilz. Gehen da jetzt nochmal rein, hau ein paar Sachen um. In der Hoffnung, dass wir da was bekommen. Das kann's ja wohl nicht geben, ey. Das ist beschiss. Jetzt hilfst du denen, damit ihr blöder Laden überhaupt erstmal wieder aufmachen kann, so nach dem Motto. Und was machen die? Verarschen einen nur. So ist die Landbevölkerung. Nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Und die Städter, die da neu hinziehen, ja, die können wir ja ausnehmen, ey. 100 pro, so ist das abgelaufen. Ich tue so, als wäre mein Mann gestorben. Dabei ist, lebt mein Mann in der Schmiede. 100%ig. Die sind doch nicht blöd. Und zwar habe ich jetzt Eisen bekommen, wenn ich Kupfer haben will. Das Silber, oder was? Aber ne. Tatsache, jetzt findest du lauter Scheiß, den du vorher gesucht hast, aber gar nicht brauchst im Moment. Das kann's ja wohl nicht sein. So, wo haben wir's denn? Hier haben wir's. So, jetzt gibt's nach. Tak, ta, bumm. Nochmal, gehen wir mal hier unten rumgucken. Aber wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Halt, 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 so. Wieder Silber. Ich werde nicht mehr. Wertloses Erz. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ah, jetzt bin ich auch. Oh, nein. Leute, Leute, Leute. Wenn man unter Zeitdruck steht, sollte man keinerlei Entscheidungen treffen. So. Ab geht der Peter hier zum Safe Spot. Letztendlich ist das Ziel meiner Reise. Na, komm. Los, los, los. Du Horst. Frag mich, was die Katze in ihrem Kopf hat, ey. Schmeiß sie da die Spiele runter. Macht doch gar keinen Sinn. Für mich. Katze wird schon was dabei gedacht haben. So eine blöde Kuh, ey. Sitzt sie da auf dem Tisch und fingert die Spiele runter, ey. Zum Glück war es nur so ein Couchtisch. Bin nicht tief gefallen.
Und muss auch eines sagen, diese DVD-Cases sind viel, viel besser als die zum Beispiel PlayStation 1-Packungen. Die sind ja schon gerne mal rucki-zucki kaputt gegangen oder haben einen Sprung bekommen, wenn sie runtergefallen sind. Da sind die DVD-Hüllen ja viel härter im Nehmen. So, muss ich auch noch eine Folge Skylanders aufnehmen, wenn ich gerade drüber nachdenke. Genau, das mache ich jetzt auch gleich im Anschluss. So, dann habt ihr auch die Planung mitbekommen. Heute gibt es eine neue Skylanders-Folge. Zack, zack, zack. Würde sagen, jetzt wird gespeichert. So, Speicherung ist erfolgt. Ich bedanke mich für immer fürs Zusehen und ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.